Hallo zusammen, wir freuen uns bei der Alexa Game Challenge dabei zu sein und stellen euch jetzt gleich mal das Spiel Brain Pain vor. Alexa, öffne Brain Pain. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brain Pain, der verrückten Gehirnverdrehshow. Ich bin euer Host Alexa und werde euch wieder einmal zeigen, wo eure Grenzen sind. Zunächst müsste ich wissen, welchen Modus ich starten soll, Solo oder Multiplayer? Multiplayer. Mehrere Kandidaten? Ausgezeichnet. Zunächst schnappt sich jeder von euch drei Dinge, zum Beispiel drei Gummibärchen. Die stehen für eure drei Leben. Okay. Weil ihr nicht die schnellsten seid, spiele ich etwas Musik. Wenn jeder drei Leben vor sich hat, sagt Alexa weiter. Wir sind natürlich vorbereitet. Schau her. Alexa, weiter. Na endlich. Ich hoffe, das Gedächtnis trainiert Zeitwirkung. Oder wollt ihr die Regeln nochmal hören? Ja. Natürlich. Ich habe ja vollkommenes Verständnis für die Beschränkung einer kohlenstoffbasierten Intelligenz. Hier die Spielregeln für den Mehrspielermodus. Jeder hat es ja gerade unter Aufbietung aller Kräfte geschafft, drei Dinge vor sich zu legen, die seine drei Leben darstellen. Die werdet ihr aber schnell genug wieder verlieren. Das Ziel des Spiels ist es, die meisten Leben übrig zu haben, wenn jemand anderes alle Leben verloren hat. Okay. Alles klar soweit? Ja. Setzt euch jetzt am besten im Kreis, damit immer klar ist, wer als nächster dran ist. Wenn ihr bereit seid, sagt weiter. Weiter. Sehr schön, dann kommen wir zum Kern des Spiels. Passt gut auf. Denn wer nachher im Spiel um Hilfe ruft, verliert direkt ein Leben. Okay. Wer dran ist, hört ein Geräusch und muss sagen, was er gehört hat. Dann kommt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an die Reihe. Ist die Antwort falsch, verliert der Spieler ein Leben. Wer das letzte Leben verliert, ruft Brain Pain. In dieser Ausgabe von Brain Pain geht es um Tiergeräusche. Hörst du zum Beispiel ein Bellen, sagst du Hund. Hörst du ein Grunzen, sagst du Schwein. Später führe ich Regeln ein, die verändern, was man sagen muss. Aber jetzt fangen wir erst einmal auf einem für euch angemessenen Niveau an. Super einfach. Bestimmt nun, wer anfängt und sagt weiter, wenn ihr bereit seid. Alles klar. Weiter. Los geht's mit dem ersten Geräusch. Kuh. Katze. Kuh. Okay, wird schwieriger. Die Entwickler dieses Spiels haben vorgesehen, dass ich die Spieler hin und wieder loben soll. Ich betrachte dies hiermit als erledigt. Ab jetzt gilt, immer wenn du hörst, sagst du Matsch. Okay. Katze? Kuh? Antwort war Katze. Alexa, Brain Pain.